ja, da geht's lang. Und ja, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladon zu einem neuen Part. Ja, Lego Jurassic Park mit dem Zwergenfürst. Hier geht's gleich zum nächsten Level Pad, was wir da hier in der Nähe finden werden. Ja. Irgendwo hier. Das bestimmt hier verbuddelt. Genau. Das sieht auch nach einem Levelpad aus. Und da starten wir jetzt ins nächste Level. So, ich habe gerade eine halbe Stunde Revinzeit beim Schreien zugehört. Jetzt bin ich ordentlich verspannt. Ja. Willkommen zu einem neuen Part Lego Jurassic Park, zu einem tiefen, entspannten Part Lego Jurassic Park mit dem Zwergenfürst. Ich versuche mich nicht aufzuregen. Meine Nerven sind strapaziert. Ich kann sowas nicht zuhören. Aber gut, versuche diesen Part nicht davon beeinflussen zu lassen. Eine neue Art von Fortbewegungsmittel, die mir aus der Hobbit Lego bekannt ist, die Fortbewegung über Ranken. Und was macht sie? Sie schüttelt nur den Kopf. Ah, sie kann das da gießen. Okay, das ist ja auch eine Möglichkeit. Interessant, hier über Ranken. Fortbewegung über Blumen und Ranken. Finde ich interessant. Dass man sich dann nicht eine Leiter bauen muss, sondern über die Natur direkt selbst weiterkommen kann. Sich die Natur sozusagen zunutze machen kann. Viel besser als eine Leiter. Da brauche ich mal den Herrn hier. Bitte nicht die Frau erschießen. Ich sagte bitte nicht die Frau erschießen. Robert Muldoon. Ach, der immer noch. Und Ellie Sattler. Oh, Ellie Sattler. Die kenne ich doch irgendwoher. War die bisher auch immer mit dabei? War die in den letzten Parts mit dabei? Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern. Robert Muldoon, der war mit dabei. Auf jeden Fall, in einem Part war der mindestens mit dabei. Aber Alice Hettner, die habe ich nur bei der Ausgrabungsstätte gesehen.
Schreibt's in die Kommentare, wenn ich mit der falsch liege. Passiert. Ich schleiche. Wir haben hier gleich angegriffen von Reptilien. Raptoren sind das, wenn ich mich richtig informiert habe. Schreibt wie immer in die Kommentare, wenn ich bei irgendetwas falsch liege. Seid da mal erbarmungslos. Schreibt mir einfach alles hin, wo ich mich täusche einfach. Es kann passieren. Das ist eine menschliche Eigenschaft, dass man sich mal täuscht und Fehler macht. Verzeiht es mir, wenn ich was falsch mache. Googelt es nach. Vielleicht weiß jemand von euch sogar die Sachen. Und kann sagen, nee, du, mein Lieber, das ist falsch, das ist anders, das stimmt so nicht. Ich kann natürlich während den Parts nicht googeln. Das würde das natürlich ein bisschen behindern, das Let's Play. Also, habt Rücksicht, dass ich nicht alle Hintergrundwissen habe. Ach so, und aus welchem Grund schießen wir hier Eier weg? Ich schleiche um die Ecke. Ah! Quicktime Events. Wie ich die bisher vermisst habe. Im letzten Part war was Quicktime-Event ähnlich ist, aber ein Quicktime-Event war es dann doch nicht. Wirklich. So, dann kann ich noch nicht durch. Dafür brauche ich das freie Spiel. Aber dann kann ich lang. Da schieße ich mal mit dem werten Robert Muldoon hin. Und jetzt habe ich 4 von 4 Eiern. Eiernester runtergeschossen. Warum auch immer wir das tun, ist mir rätselhaft. Oh, und jetzt hat Robert Muldoon eine Kralle. Kann er damit jetzt Sachen zerfetzen? Scheinbar nicht. Scheinbar ist das nur ein Hinweis zu einem Dinosaurier, den er angreift. Bäh. Ist eine Action in diesem Level. Oh, was geht mit dem? Was geht mit dem Gebüsch? Das lebt. Das Gebüsch lebt. Und sofort werde ich wieder angegriffen. Ist auch hier irgendwie. Werd hier heute irgendwie von allen Ecken angegriffen. Und jetzt darf ich mir hier wieder einen Busch auswählen, den ich abschießen will. Und werde dann sofort natürlich auch wieder angegriffen. Ah, es sieht aus wie ein Endgegner. Das kann noch ein bisschen dauern. Wie ihr seht, ist die Herzanzeige da noch sehr unberührt. Schieß mal zur Abwechslung auf den rechten. Da kann ich auf alle drei gleichzeitig schießen. Werde es versuchen. Ne, ich habe nur auf den linken. Und weiter draufhauen. Boah, die Herzanzeige leert sich nicht weiter. Okay, gibt es irgendeinen Hinweis, auf welchen Busch ich schießen soll? Ah, gut. Jetzt ist er verwirrt. Ich kann aber nicht schießen, weil ja, die Zwischensequenz ist mir verhindert.
Ja, wo? Mitte? Okay. Ich kann ihn ja auch nicht angreifen, weil die Zwischensequenz hier immer einfach dazwischen kommt. Ach so, das gilt schon als Abzug. Ist ja geil. Muss nur den richtigen finden. Ich glaube, da war der als letztes. Muss einfach gucken, wo der am längsten drin war und wo der raten, wo der als letztes sich versteckt. Boah. Nächstes Level. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Die Kiddies. Bedroht von Dinosauriern. Was ist das? Ein Velociraptor. Hat der sich da ein paar Hand vom Buffet genommen? Und ganz leise. Ganz leise. Ruhig. Keine Aufmerksamkeit erregen. Lex Murphy kann ihren Baseball auf Leo-Zähne werfen. Bist du Lex Murphy? Ja, du bist Lex Murphy. Wo ist dein Baseball? Ich glaube, das ist gerade nicht so gut. Langsam. Ah, hierhin. Versuch ihn abzulenken. Gut, ich glaube, der ist abgelenkt. So rum hier. Kann ich das hier weiter schieben? Nee, sieht nicht so aus. Gut, Junge, geh mal da durch. Oh, Scheiße. Ich glaube, er hat uns gehört. Schnell weg hier. Achso, ist ein Ofen, kann ich nicht reinkriechen. Kommt doch jetzt nicht etwa her. Was soll ich machen? Kacke. Ich hab mal gewechselt. Kann sich mal schießen. Genau. Die haben nur Hunger. Die tun nichts, die haben nur Hunger. Ich will bloß gerade kein Mittagessen sein. Da habe ich nicht unbedingt Lust drauf, zum Mittag verspeist zu werden. Psst. Wird natürlich gesaugt in der Küche.
Sag mal, ich nehme hier gerade auf. Haben nicht gerade angefangen zu saugen, mitten in meiner Aufnahme. Okay. Da merkt man, dass ich auch nicht alleine im Haus wohne. Mädel, ich möchte mal hier durch. Verschwind hier mal! Ich muss hier durch! Verpiss dich! Danke! Schnell weg hier. Wo ist meine Sis? Die ist hier. Ja, und wie kommt die jetzt hinterher? Ach komm, lass mal im Stich. Nee, leider brauchen wir die, um hier weiterzukommen. Wo ist denn die? Ach, dort ist sie. Das ist gefährlich. So, jetzt hier. Ruhig schleichen. Kommst du mit, Timmy? Ja, Timmy. So, Lex und Timmy. Seit wann ist eigentlich Lex ein weiblicher Name? Aber gut. Ich sag mal nichts dazu. Gut. Scheinbar kann ich hier öffnen. Tiefkühlkammer. Ob das so eine gute Idee ist, da reinzugehen. Timmy kann dank seiner Nachtsichtbrille dunkle Gebiete betreten. Aber ob ich die Tiefkühlkammer betreten soll, ob das so eine kluge Idee ist. Ja, scheinbar ist es eine kluge Idee. Scheinbar kann ich Kälte ab. Und weshalb genau habe ich eine Nachtsichtbrille? Ein Nachtsichtgerät? Ja, der Dino kann auch im Dunkeln sehen. Ha, zum Glück bin ich nicht raus. So, einen haben wir gefangen. Da ist aber noch einer. Psst, leise. Langsam. Er riecht uns. Was sollen wir machen? Heilige Scheiße. Habe ich mich gerade erschreckt. Jumpscare. Ach du Scheiße, Mann. Ich mag sowas nicht. Oh nö. Ich bin kein Fan von Jumpscares. Deshalb spiele ich auch echt keine Horrorspiele. Ganz ungern. So, er ist beschäftigt. Und wie komme ich jetzt hier raus? Das steht Exit. Aber, so. Ja. Hat jemand eine Idee? Hm. Kann ich das vielleicht zur Seite schieben? Nein, kann ich nicht. Warte nu.
Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Kann mir das mal jemand verraten? Er ist da beschäftigt, aber... Ja, schön. Timmy, kannst du irgendwas machen? Timmy. Ach so, ja. Den Nino erstmal besiegen. Und frei sind wir. Gut, das war ein etwas spannenderer Part. Ja. Sollte es euch gefallen haben, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht den nächsten Part von Lego Jurassic Park verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl.